ちょっと待って、それ何？ Hi, we live in the library. Amnesia memories on backend and Oh ja, alles klar. Warte eine Minute, was ist das? Was ist denn jetzt schon wieder passiert? Wir haben Kent gerade gestern erst kennengelernt und haben festgestellt, dass er irgendwie merkwürdig ist und ich habe schlechtes Gefühl. Unsere Beziehung ist auch sehr merkwürdig. Wir wissen alle noch nicht, was das wird. 今君がめくってたその手帳、ちょっと一つ前に戻して。Geh mal eine Seite zurück in dem Notizbuch, das du gerade durchsiehst. ほら、そこに書いてある8月の君のスケジュール。Sieh mal, das Zeug, das hier geschrieben ist, ist dein Zeitplan für August. この毎週木金土曜日につけられてる赤丸印って一体何のマークだと思う？ Ich frage mich, was die roten Kreise am Donnerstag, Freitag und Samstag in jeder Woche bedeuten.普通に考えたら、毎週同じ曜日に入ってる用事って、バイトか部活じゃない？ Wenn wir darüber nachdenken, sind das normalerweise Halbtagsjobs oder Clubaktivitäten, die am gleichen Tag jede Woche stattfinden. Richtig? 例えば、これが部活の予定だったとするよね。Zum Beispiel, sag dir mal, das ist ein Zeitplan für deine Clubaktivitäten. 部活にはたくさんの部員がいる。みんな君のことを知ってて、君が来るはずだって思ってるよね。Clubs haben normalerweise viele Mitglieder. Du kennst jeden da und sie erwarten von dir, dass du dort auftauchst. Oh Gott, ich hoffe, ich bin hier nicht auch in diesem komischen Freak-Club. Nee, kann ich ja gar nicht. Oder? Nee. Das wäre ein bisschen weird, wenn man in Kens Route in Ikis Fanclub wäre. Gut, ich glaube, dass. Nein, da war Ikis Route definitiv eine Ausnahme. Das ist. Also den Fanclub wird es bestimmt geben, aber wir dürften ihm nicht beitreten. Das ist sowieso ein bisschen komisch. Erst spielt man Iki und jetzt seinen besten Freund. Das ist ein wenig merkwürdig. このまま漫然とその日を迎えたら、すぐになんであいつは来ないんだって大勢から探されるんじゃない？ Wenn du nicht auftauchst und nichts an diesen Tagen sagst, oder an diesem Tag sagst, fangen sie an sich zu wundern, warum du verschwunden bist und kommen dir nach dir zu sehen. 今日は火曜日。次の赤丸印が木曜だから、今日を入れて2日の猶予がある。Mal sehen, heute ist Dienstag. Der nächste rote Kreis ist am Donnerstag, also haben wir 2 Tage den heutigen Tag nicht mitgerechnet. Aber wenn der nächste... Moment, das macht ja keinen Sinn. Wir haben heute Dienstag. Der nächste rote Kreis ist am Donnerstag. Das heißt, am Donnerstag findet das schon statt. Das heißt, ich habe doch eigentlich nur noch einen Tag, um herauszufinden. Wenn man heute nicht mitrechnet...Also den Dienstag rauslässt, haben wir noch Mittwoch, um herauszufinden, was Donnerstag los ist. Oder rechne ich jetzt falsch? Nee, oder? Orion, wieso haben wir 2 Tage? Wir haben eigentlich nur einen. 今日明日で用事の内容を探って準備しておかないとまずいよね。Es wird ein Problem, wenn wir es nicht rausbekommen, was es ist und nicht vorbereitet sind. 今のところ、情報の糸口になりそうなのは、記憶を失う前の君を知ってる3人の人たちかな。Bis jetzt ist die einzige Möglichkeit, die wir haben, um Informationen zu sammeln, 3 Personen, von denen wir wissen, dass du sie kanntest, bevor du deine Erinnerungen verloren hast. 彼氏らしいケントはもちろん、昨日のお店にいたウェイターさんも君のことを知ってそうだったね。Das bezieht deinen Freund mit ein, Kent. Und ebenso die Kellner aus dem Café, die so aussahen, als würden sie dich auch kennen. Sie sah da fast noch aus. まあ、付き合い浅そうとはいえ、仮にも彼氏なんだし。Kent から当たるのが順当かな? Es scheint, als würdet ihr noch nicht lange ausgehen, aber Kent ist dein Freund, also sollten wir vielleicht zuerst zu ihm gehen. Oh Gott, ich hab Sprudelwasser getrunken. Ich muss ständig aufstoßen, das ist furchtbar. Der ruft doch gleich mal an. Er hat wirklich gutes Timing. Der Kerl ist gut. Ma, ちょうどいいや。なんとかきっかけを見つけて、君の予定を探ってみよう。Das ist perfekt. Schau nach einer guten Gelegenheit, um Informationen über deine Pläne aus ihm herauszubekommen. Ja, Kent, wir quetschen dich mal aus. Du bist ja auch so unglaublich informativ. 今日は来ないのか? Du kommst heute nicht? は? Was? 今日はバイトではないだろう。まさかとは思うが、おとといの件をまだ怒ってるのか? Du musst heute nicht arbeiten. Lass mich denken, du bist immer noch sauer wegen vorgestern.お望みならもう一度謝ろうか。おとといは悪かったな。Ich werde mich noch einmal entschuldigen, wenn du es willst. Es tut mir leid. で、今日はもう来ないのか? Also, kommst du heute nicht?
もしかして今日はケントと会う約束してたのかな？warte, hattest du eine Art von Plan, Kent heute zu treffen? Orion, ich erinnere dich mir ganz zärtlich. Ich habe Amnesie, ich weiß es nicht. Scheint so, er klingt so. 今日はバイトではないだろうって確認してるってことは、バイトのない日は会う習慣があったの？Er sagte, du musst heute nicht arbeiten. Was bedeutet, ihr habt den Brauch, euch zu treffen, wenn du nicht arbeiten musst? てか、バイト？ Und warte, Arbeit?あの手帳の丸印はバイトか？それってめっちゃやばいよ。君は何にも覚えてないのに。Sind diese Kreise in deinem Notizbuch Arbeitstage? Das ist wirklich schlecht. Du erinnerst dich doch an nichts. Definitiv. どうしようか。なんとかバイト先を聞き出せないかな。そしたら今日明日で様子見られるし。Man muss sich ja jetzt mal überlegen. Während Orion die ganze Zeit diesen Monolog hält, haben wir Kent am Telefon und schweigen ihn an. Ich würde mir ein bisschen blöd dabei vorkommen.So, als Mensch am anderen Ende. Was sollen wir tun? Gibt es eine Möglichkeit, dass er dir von deinem Job erzählt? Dann könnten wir herausfinden, was du vorher getan hast. Was ist los? Hast du Pläne? Kent, es tut mir so leid. Ich rede gerade mit einer imaginären Person. Deswegen muss ich dich leider ein wenig ausblenden. Möchtest du einen Spaziergang zu meiner Arbeit machen? Nani? Was?昨日散歩していた時、君は楽しんでいないように見えたのだが、やはりあれで良かったのか？ Es schien, als hättest du an dem Spaziergang gestern, oder als hättest du den Spaziergang gestern nicht sehr genossen. Aber du findest es annehmbar, trotz diesen Faktes? いや、良くないよ。競歩なんて全然良くない。 Nein, war es nicht. Ein Powerwalk-Rennen zu haben ist nicht annehmbar. まあ、君も知っての通り、私にとって散歩は日課だからな。悪くない誘い文句ではある。Nun, wie du weißt, sind Spaziergänge meine tägliche Routine, also halte ich es nicht für einen ungeeigneten Vorschlag. Oh Gott, Savannah lernt's endlich, trinkt nie wieder von der Aufnahme, es ist furchtbar. しかし、わざわざ休日に職場へ行きたがるとは、奇特な人間だな、君は。Wie auch immer, du hast dich entschieden, zu deinem Arbeitsplatz zu gehen an einem freien Tag. Das ist lobenswert auf eine Art. だいたい、昨日も行ったばかりだろう。Warst aber gestern schon dort. Hä? Was? Ah, na, rudo, ne? Ah, ich verstehe. Kent, man muss eigentlich, glaube ich, auch gar nicht mit Kent reden. Kent denkt einfach so viel und so schnell, dass er sich unsere Antworten auch schon einfach mal von vornherein denkt. Das müssen wir ihm überhaupt nicht erklären, das ist bei ihm unnütz, er weiß auch so alles. Okata, kimi wa kino o mise ni wasuremono demo shita no daro. Ich bin mir sicher, du hast gestern etwas in dem Café vergessen.しかしそれを正直に言うと私にからかわれると思って適当な理由をつけて店に行こうとしている。Du glaubst, dass ich mich über dich lustig machen würde, wenn du es mir sagen würdest. Also hast du versucht, einen Grund zu finden, um dorthin zu gehen. Definitiv. Das ist der Grund, Kent. そんなところではないかな。バカ正直な君にしては珍しく考えたな。Habe ich recht, damit das anzunehmen? Du scheinst bisher nie ein Problem mit offener Ehrlichkeit gehabt zu haben. Daher ist diese Art von Denken eher ungewöhnlich. しかし、知っているか？個人は言っているぞ。下手の考え休むに似たりとな。Wie auch immer. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Ein weiser Mann sagte einmal, inadäquate Ideen sind schlimmer als alle anderen. 要するに、昨日の店がバイト先なんだね。Also, um es zusammenzufassen, das Café gestern ist der Ort, an dem du arbeitest. バカにされただけでバイト先判明してラッキーだったかも。Es ist wirklich gut, dass wir herausgefunden haben, wo du arbeitest. Wir haben nur einen Spaß gemacht, um das herauszufinden. でもそうか。だからウェイターさんたちが君の顔と名前を知ってたんだね。Aber jetzt verstehe ich. Das ist der Grund, warum die Kellner deinen Namen kannten und dich bemerkten. Ja, genau. Gute Schlussfolgerung.さて、どうしたものかな。誘いはありがたいが、私は研究を進めたいんだ。Also dann, was soll ich tun? Kent denkt, glaube ich, auch ziemlich oft laut. Ich schätze deine Nachfrage, aber ich würde auch gerne meine Nachforschung fortführen. は？今日会おうって話じゃなかったの？ Was? Ich dachte, er hat gesagt, ihr sollt euch heute treffen. もし私の野暮な想像が当たっているなら、忘れ物を取りに行ってからこっちに来ればどうだ？Wenn meine intensive Idee korrekt ist, kannst du auch einfach deinen vergessenen Gegenstand holen und dann herkommen. それでも十分時間はあるだろう。Es ist genug Zeit dafür. ちょっと待って。Warte eine Minute. こっちに来ればって言われても、まずどこにいるの？ケントの家？場所知らないよ。Er sagt, komm her. Her? Aber wohin?
Kens Haus? Sie wissen es nicht. ていうか、できればバイト先でお茶しながらじっくりバイトの様子を見たいよね。Wenn es möglich wäre, es wäre das Beste, einen Tee bei der Arbeit zu trinken und zu sehen, was sie dort tun. Also, die so ein bisschen beobachten. ねえ、どうする?なんて答えようか? Was wirst du tun, Savannah? Wie wirst du ihm antworten? Ich möchte die Kellner im Café beobachten. 君は面白いことを考えるな。それは人間観察か?それとも同僚の仕事ぶりの観察か?Ich finde eigentlich seine Reaktion sehr interessant. Ich glaube, jeder normale Mensch, dem man erzählen würde, ich möchte die Kellner an dem Ort, wo ich arbeite, beobachten, würde doch erstmal denken, so bescheuert, warum? Und er stellt sich hin, eine interessante Idee. Willst du die Leute observieren oder wünschst du dir, die Arbeit deiner Kollegen zu überwachen? Ich bespitze die Kollegen, das ist natürlich auch total super.あるいは自分の店の雰囲気を客として第三者的に体感し、今後の接客に生かそうということか。Oder vielleicht möchtest du die Atmosphäre deiner Arbeitsstätte als Kunde in Erfahrung bringen, um in der Zukunft besser zu servieren. Ganz ehrlich, hätte mir das einer erzählt, ich setze mich jetzt in das Café, in dem ich weiß ich nicht, vielleicht seit einem Jahr arbeite, einfach um die Leute zu beobachten, hätte ich gesagt, was spinnst du? Warum? Ich hab mir nicht hingestellt und gesagt, no, ist eine gute Idee. Kennst du?なかなか興味深い意見だ。ならばそれもいいだろう。Das ist eine sehr interessante Art zu denken. Nun denn, das klingt annehmbar. どうせならば、店のマニュアルを借りて、照らし合わせてみるといい。マニュアルの不備も確認できる。Wenn du da bist, kannst du dir ein Handbuch ausleihen und beides vergleichen. Du kannst ebenfalls Widersprüche in dem Handbuch notieren. Natürlich, ich mag solche Leute nicht. Wisst ihr, die denn mit dem Notizbuch da sitzen und schon...Sie hat sich um 5.53 Uhr mit Kollege XY unterhalten, anstatt zu arbeiten. Oder sie hat um 8.45 Uhr einen Löffel fallen lassen. Das ist furchtbar. Das ist so furchtbar. 気が済んだらこちらに来るといい。Wenn du fertig bist, kann ich dich hier wie gewöhnlich treffen. じゃあな。Wir sehen uns später. 言いたいこと言って切っちゃったよ。Er hat nur gesagt, was er will und hat dann aufgelegt.でも、マニュアルを借りるってのは名案だね。Aber ein Handbuch von der Arbeit zu leihen ist wirklich eine gute Idee. Ich wusste nicht einmal, dass sie eins haben. よし、まずはメイドの羊へ go! Also dann, lass uns zum Meido no Hitsuji gehen. Ich glaube, ich musste den Namen nie so oft aussprechen wie hier. おかえりなさいま。Willkommen zurück, ma... Ach du. 君か。Ach, das bist nur du. Das... Willkommen zurück, Ma! Ach, scheiße, du bist das. Mensch, Fucker. 昨日も思ったんだけどさ、この人ウェーターさんなのにすっごい愛想ないよね。Ich hab's gestern auch schon bemerkt, aber dieser Typ scheint sehr unsozial zu sein, denkst du nicht auch? 羊さんがこんなでいいの? Ist das wirklich in Ordnung für einen Butler, so zu sein? 今日はムーン社員ビルでイベントがある。満席だ。Es gibt ein Event im Mondscheinraum heute. Es ist alles voll. Oh, er hat recht. Das Café ist voll mit Leuten. In dem Fall, als ein Mitarbeiter, ist es vermutlich nicht gut, wenn du Platz nehmen würdest. Nein, ich glaube, das wäre unhöflich. Ich möchte mir das Handbuch ausleihen.マニュアル? Ein Handbuch? ああ。君は先週、客にティースプーンを出し忘れていた。Solche Leute hasse ich nicht. Hasse ich für die Pest, wollte ich eigentlich sagen. Letzte Woche hast du vergessen, einem Gast einen Teelöffel zu geben. Warum weißt du das? Warum? Wir reden von einem Tee. Mal ernsthaft, ist da irgendwer Kellner? Sitzt da ernsthaft einer, der dir dann erzählt, du hast vergessen, am Tisch 37 einen Teelöffel zu bringen vor zwei Wochen. Hä? Warum? Ich hab nie gekellnert. Ich hab immerhin in der Küche gearbeitet. Als Schüler. Aber ich weiß nicht. Ist das so? Oh Gott, ich bin... Mann. So nan da. Das wusste ich nicht. Nee, ich auch nicht. Und nach einer Woche hätte ich das ja schon längst wieder vergessen, dass ich den scheiß Teelöffel vergessen habe.
君の工学心は立派だ。Deine Leidenschaft zu lernen ist bewundernswert. マニュアルの貸し出しは店長権限で許可する。Als Manager entscheide ich, dass du das Handbuch mitnehmen kannst. あ、この人店長だったんだ。Also ist diese Person der Manager? Ich habe doch gerade gesagt, Orion, du musst nicht alles wiederholen. Ich bin jetzt nicht komplett geistig minder bemittelt. マニュアルだ。Hier ist das Handbuch.とりあえずお礼言っとこうか。ich schätze, wir sollten ihm danken. うなずいて去って行っちゃった。なんか幽霊みたいな人だね。Er hat nur genickt und ist gegangen. Er scheint irgendwie wie ein Geist. ちょっと店長怖かったけど、無事にマニュアル借りられてよかったね。Der Manager war ein wenig unheimlich, aber es ist gut, dass du es geschafft hast, das Handbuch von ihm auszuleihen. 店の様子見はできなかったけど、マニュアルがあればいいでしょう。Wir können das Café heute nicht observieren, aber es sollte in Ordnung sein, wenn du das hier zum Lesen hast. バイトの日だと思われる木曜日まであと2日。Zwei weitere Tage bis Donnerstag, welcher der Tag ist, an dem du vermutlich arbeiten musst. Sehr wahrscheinlich. みっちりマニュアルで勉強すれば、きっと記憶なくても大丈夫だよ。Wenn wir das Handbuch sehr ernsthaft studieren, bin ich mir sicher, dass du es auch ohne deine Erinnerungen schaffen wirst. で、次はケントのところへ行くかどうかか。Also, als nächstes müssen wir weitergehen und Kent treffen.まあ、どこにいるのかもわかんないし、とりあえず帰ろっか。Wir wissen nicht, wo ist, also sollten wir als erstes versuchen, nach Hause zurückzufinden. Das ist eine gute Idee, denke ich. あれ、ケントだ。Hm? Es ist Kent. なんでこんなとこ歩いてるんだろう。もしかして、君のこと迎えに来てくれたのかな。Warum geht hier lang? Ist hergekommen, um dich abzuholen oder sowas?っていうか、歩きながら何か考え込んでるみたいだけど。Das scheint, als wäre er tief in Gedanken. とか言ってるうちに、電柱にぶつかってるし。Und er ist gerade in einen Telefonmast gelaufen. 邪魔な電柱だな。Huh? Dieser Mast ist im Weg. Ja, wir haben oberirdische Telefonleitungen. Bei uns laufen die Telefonleitungen unterirdisch. In Amerika ist es aber zum Beispiel auch so, dass die Telefonleitungen über Land laufen, wie Strommasten.Gegen so ein dusseliges Ding ist er gerade gegen gelaufen. Vollkommen unbeeindruckt. Scheiß, Mast, du stehst im Weg. Oh, Kimi, もう帰ってきたのか? Na, Savannah, du bist schon fertig. 散歩がてら迎えに来た。行くぞ。 Ich kam, um dich abzuholen. Lass uns gehen. で、電柱にぶつかった剣は鮮やかにスルーですか? それに行くって、どこにだろう? Er ignoriert den Fakt, dass er gerade direkt in einen Telefonmast hineingelaufen ist. Und wohin gehen wir?どうした?来ないのか? Was ist los? Kommst du nicht? 君は今日、うちに来ることに対して初めから否定的だな。やはり、おとといの件を気にしているのか? Scheint, als wolltest du heute nicht vorbeikommen. Bist du immer noch besorgt wegen vorgestern? だから文句があるならあると、素直に言えばいいだろう。聞いてやると言っているんだ。Wenn du eine Beschwerde hast, will ich, dass du offen damit bist. Ich sagte dir doch, dass ich zuhöre. そうでないならなんだ?もう別れたいのか?Oder ist das etwas anderes? Willst du dich etwa von mir trennen? だとすれば素晴らしい速度での意見転換だな。In dem Fall ist das eine ausgezeichnete Meinungsänderung. Kent, kannst du bitte ein wenig mehr widersprechen? Warum Kent? Er kämpft so... Ich weiß nicht. 君と私が付き合い始めてから、まだ1週間と経っていないのだが、君はもう白旗をあげるのかな?Es ist nicht mal eine Woche, seit wir angefangen haben, miteinander auszugehen. Schwenkst du endlich die weiße Flagge? Wow, まだ1週間も経ってないんだ。Warte, es ist nicht mal eine Woche? なんだ。一言の反論もできないのか?いつも通りスズメのようにさえずってくれて構わないんだぞ。Was? Nicht eine einzige Sache zum Widerspruch? Ehrlicherweise habe ich eine Flut von Geplapper erwartet von dir, so wie normalerweise.ていうかさ、わざわざ迎えに来といて、なんで思いっきり毒づいてるわけ? Und nebenbei, er ist derjenige, der kam, um mich abzuholen. Warum geht er so bitter mit dir um? 普通、付き合って1週間のカップルって、嬉しい、恥ずかしい、青春のメモリアル作成中、じゃないの? Sollten Paare, die gerade erst miteinander angefangen haben, auszugehen, sich nicht glücklich machen und peinliche Erinnerungen sammeln? この殺伐とした関係は、一体何? Was ist das mit dieser sauren Beziehung? で、
結局君は私の部屋に来るのが嫌なのか？ Also, magst du die Idee nicht vorbeizukommen? Ich bin mir nicht sicher, ob ich einfach in das Haus eines Kerls gehen soll? なんだと？ Was? あれ、怒った？ Warte, ist er böse? それは何かな？私が君と二人きりになったら、不埒なことをするのではないかと考えているのかな？Glaubst du, ich würde irgendwas Ruchloses tun, wenn wir zwei alleine zusammen wären? 言わせてもらうが。Erlaube mir das zu sagen. 男女交際というものは、まず可能な限り共に過ごすことから始まるものだろう。Eine Beziehung beginnt zuerst damit, so viel Zeit wie möglich miteinander zu verbringen. そして手をつなぎ、順次、抱擁や口づけなどを交わし、その後に先へ進む。Es erhöht sich in Stufen. Herumgehen und Händchen halten, umarmen, Küsse austauschen und anderes.私たちはまだ第一段階すらもクリアしていないではないか。すべてを飛び越えるのは暴行に等しい。君は私を暴行魔か何かだとでも思っているのか？ Das zu überspringen wäre das Äquivalent zu einem Angriff. Denkst du, ich bin eine Art Krimineller? Ja, nein, aber ich kenne dich kaum. Und du bist groß und breit und...Groß und gruselig und. Ja, mit dir alleine sein ist ein bisschen unheimlich. そこまで固く考えなくてもいいと思うんだけど。Ich denke nicht, dass du es so weit wegschieben musst. Denke ich nämlich auch. もしかして、君が先日から気に病んでいたのはその件なのか？私が暴行するのではないかと。Kann es das sein, was dir in deinem Kopf herumgeht seit dem einen Tag, dass ich dich angreifen würde?不安にさせていたのだとしたら、すまなかった。そんなつもりは毛頭ないから安心していい。Ich entschuldige mich, wenn ich ungebührliche Sorge verursacht habe. Ich habe absolut keine Intention in diese Richtung. Das ist eigentlich doch auch was, was eine Frau nicht hören will, oder? Übrigens, mach dir keine Sorgen, ich hab nicht irgendwie annähernd Lust, mit dir ins Bett zu gehen. Was? Das ist auch nicht schön. Es ist Kent. Ach, Mino. Mino!私はただ、男女交際の第一段階として、可能な限り共に過ごすべきだと考えているだけなのだ。Ich wünsche mir nur so viel Zeit mit dir zu verbringen, wie wir können, um die erste Stufe unserer Beziehung zu verenden. しかし、私は今研究が忙しい。そこで君に家へ来てもらっている。それだけのことだ。Wie auch immer, ich bin sehr beschäftigt mit meinen Nachforschungen. Das ist es, warum ich dich mit nach Hause nehmen wollte. Das ist alles, was dahinter steckt. 言葉を惜しんですまなかった。Ich entschuldige mich, wenn ich es nicht ordentlich erklärt habe. Hättest du doch von Anfang an sagen können. どうも調子が狂うな。昨日からの君は塩らしすぎる。Das ist besorgniserregend. Seit gestern bist du viel zu leise. 私は別に喧嘩をしたいわけではない。君の意向を聞きに来たんだ。Ich sag nicht, dass ich mich mit dir streiten will. Ich möchte nur deine Intentionen verstehen. じゃあ、喧嘩越しで話さなきゃいいのに。Solltest du nicht so kriegerisch reden?分かってもらえたならば、行こうか。Wenn wir einer Meinung sind, dann lass uns gehen. だってさ、行こう。Sollen wir gehen? まあ、こいつの硬さっぷりだと、身の危険は全く考えなくても良さそうだね。Nun, zu sehen, wie methodisch der Typ ist, naja, da bezweifle ich stark, dass du in irgendeiner körperlichen Gefahr bist. このままついていけば、こいつの家の場所もわかるし。考えようによってはラッキーかも。Wenn wir einfach zustimmen und ihm folgen, finden wir heraus, wo er lebt. Das mag aktuell eine sehr gute Chance sein. へえ、都心のこの場所にこの家か。結構裕福な家なんだね。Er lebt in einem Ort wie diesen in der Stadt. Sieht sehr wohlhabend aus. Besonders mit der Karre vor der Tür. 気にせず上がってくれ。今日も両親はいない。Fühl dich frei reinzukommen. Meine Eltern sind heute auch nicht da. Womit wir wieder bei der Diskussion wären, willst du mit mir schlafen? Ja oder nein? Oh Gott, Iki hätte... Sei froh, dass du nicht Iki bist. どう？君も来たことあるはずだし、何か思い出せそう？ Fühlst du irgendwas, Savannah? Ich bin mir sicher, du warst vorher schon mal hier. Kannst du dich an irgendwas erinnern? あ、意外。見て見て。机の上。観葉植物だらけだね。Das ist unerwartet. Sieh mal, da sind dekorative Pflanzen überall auf dem Schreibtisch. ふーん、もっと無機質な部屋かと思ったよ。
もしかしたらこいつ、心の中は案外優しかったりして。あ、ich dachte, er hätte ein kühleres, sterileres Zimmer. Aber vielleicht ist er doch ein Softie im Herzen. ん?鉢にラベルがついてる。あ、die Töpfe haben Beschriftungen. Ja, Flüssigkeit, vegetarischer Saft, Nährstoff, Hamsterfutter, Intervall, einmal in der Woche. で、なんだこれ?何してんの? Warte, was ist das? Was tut er hier?隣のは? Und das nächste? Flüssigkeit, Milchgetränk, Nährstoff, Wohlfutter, Intervall, einmal in der Woche. Ja, so habe ich das erste Mal auch geguckt. Genau so. Orion, du denkst das gleiche wie ich. Nanda, Joghurt-Sauce, ni nanika ihen demo okiteru ka? Was ist los? Ist da irgendeine Art von Abnormität im Joghurtgras? Man bemerke Joghurtgras.ずば抜けたネーミングセンスだ。Das ist der seltsamste Name, den ich jemals gehört habe. 特に何もないようだが。Es scheint, als gäbe es keine Probleme. では、適当に本でも読んでいてくれ。私はスライドの準備が遅れている。昨日今日と時間を浪費したからな。Setz dich hin und lies ein Buch oder sowas. Ich bin da hinten und bereite meine Dias vor. Ich habe zu viel Zeit verschwendet zwischen gestern und heute.連れてきといていきなり放置? Er bringt dich her und lässt dich dann einfach alleine? 男女交際について勉強したって言ってたけど、ちょっと本気で勉強し直した方がいいんじゃないの? Er sagte, er studiert Beziehungen, aber ich denke ernsthaft, dass er einen Auffrischungskurs braucht. 仕事だか研究だか知らないけど、これじゃあ記憶を失う前の君が切れたのはごく自然だと思うよ。Ich weiß nicht, ob das Arbeit ist oder Forschung, aber ich denke, es wäre nur natürlich für dich, wenn du beleidigt gewesen wärst, bevor du deine Erinnerung verloren hast.まあいっか。今の君にはこいつを好きだった記憶そのものがないんだもんね。Es ist nicht so, als hättest du jetzt irgendwelche Erinnerungen daran, ihn zu mögen. 一応こっちはこっちで、あさってのバイトまでにマニュアルを覚えとかないといけないわけだし。Nebenbei, du musst dieses Handbuch lesen, bevor du Donnerstag arbeiten musst. ケントのことは気にしないで、勝手にバイトの勉強してよっか。Kümmern wir uns nicht um Kent und studieren wir selbst für unsere Arbeit.Definitiv die beste Idee, glaube ich. Jeder sitzt so an seinem. No, das sieht so putzig aus mit diesem kleinen Ding in der Hand und. No. Und Ken total verwirrt vor dem Computer. Ah, もうこんな時間なんだ。勉強したね。Na, es ist schon ziemlich spät, aber wir haben eine Menge studiert. Hm?帰るか? Gehst du? 帰ります。だってもう暗くなりそうだし。ねえ。Wir gehen nach Hause. So, es wird schon dunkel draußen, richtig, Savannah? Hä? Was ist passiert? 今日は怒らないのか? 一昨日と一体何が違うんだ? Entschuldigung, was habe ich jetzt gemacht? Ich habe ihn unterbrochen. Entschuldigung, Kent.Du bist heute gar nicht böse geworden. Was hat sich seit vorgestern verändert? Ich verstehe das alles nicht. Was meint er damit? Ist irgendwas Ähnliches passiert vorgestern? Und du bist heute aus irgendeinem Grund nicht böse geworden? So, ja, 理由は何にしろ記憶を失う前の君が怒ったのはきっとケントのこと好きだったからだよね。Ich bin mir sicher, der Grund war, warum du böse geworden bist, bevor du deine Erinnerung verloren hast, war der, weil du Kent magst. だって、好きじゃなかったら構ってくれないとか、メールがそっけないとかで怒ったりしないもん。Du mochtest ihn, darum bist du wütend geworden, dass er sich nicht um dich gekümmert hat und dass er dir so verrückt kurze Nachrichten geschickt hat. はあ、そっか。記憶をなくす前の君は、こいつが好きだったんだよね。Ich verstehe. Also musst du ihn wirklich gemocht haben, bevor du deine Erinnerung verloren hast. 申し訳ないけど、一体どの辺が好きだったのかわからないよ。Das mag gemein klingen, aber ich verstehe nicht, was du an diesem Typen mochtest. 君は昨日から本当におかしいな。Du benimmst dich wirklich seltsam seit gestern. まあいい。下まで送ろう。Also dann, ich werde dir die Tür zeigen. ねえ。本当に君はこいつとどういう関係を築いてたんだろうね。Hey, Savannah, ich frag mich wirklich, was für eine Art von Beziehung du mit ihm aufgebaut hast. 喋ってくれない上に、そもそも付き合いの浅い彼から何か情報は引き出せるのか?
gleich schon wieder den nächsten unterbrochen. Es tut mir leid. Ich unterbreche gerne Leute. Er spricht hart und ihr geht noch nicht lange miteinander aus. Können wir wirklich irgendwelche Informationen von ihm bekommen? Tja, das ist eine gute Frage.